Hier werde ich jetzt von allen möglichen Seiten beschossen und es dauerte recht lange, bis ich herausgefunden habe, was ich zuerst machen muss, und zwar den Hubschrauber. Denn wenn der erstmal abgeschmiert ist, dann geben die anderen auch recht schnell nach. So. Mist. So. Geh da weg. Ich meine, dieser Titel wäre ab 16 freigegeben. Wobei ich meine, man kriegt jetzt nicht irgendwie Aggressionen oder der Jugendschutz bräuchte sich keine großen Sorgen machen, dass das hier blutrünstige Wahnvorstellungen auslöst. Denn so comichaft wie das aussieht, also wer das ernst nimmt, der ist sowieso schon ganz schön arm dran. Das sind auch witzige Waffen, die ich da jetzt habe. Da habe ich keine Ahnung, sind das jetzt irgendwie Raketen, Ratten? Die da irgendwie sehen echt witzig aus. Wie gesagt, es gibt zum, als Item-Aufsammelmöglichkeiten verschiedene Sachen. Es gibt natürlich sowas wie Health, also ein kleines Power-Up. Dann gibt es verschiedenste Waffen. Man kann aber auch Früchte einsammeln, die einem nichts anderes bringen als Punkte auf der Skala. Denn da dieses Spiel nicht so lang ist, kann man natürlich versuchen, es möglichst oft durchzuspielen und dabei seine Punktzahl immer zu verbessern. Punkte kriege ich unter anderem für aufgesammelte Items, für die Zeit, in der ich ein Level absolviere und auch für die geretteten Geiseln. Habe also verschiedene Möglichkeiten und Kriterien. So, hier, das finde ich auch ganz witzig gemacht, das ist ein Unterwasser-Level. Das Blöde ist, ich lenke mit dem gleichen Analogstick, mit dem ich auch meine Waffe hier kreisen lasse. Was sich nicht immer ganz gut verträgt. Wenn ich also zurücklenke, kann ich vorwärts nicht mehr schießen. Und wenn ich irgendwie die Waffe schräg stelle, dann fahre ich automatisch auch schräg. Da hätten sie sich was anderes ausdenken können. Also dafür gibt es ja mehrere Tasten in einem Controller, dass man das vielleicht gesondert voneinander bedient. So ist es nämlich unheimlich schwer, seine Gegner zu kriegen, weil man entweder sich aussuchen kann, ich lenke mein U-Boot woanders hin oder ich schieße und laufe Gefahr, dass ich mich halt, weil ich mich nicht bewege, abschießen lasse. In Acht nehmen sollte man sich auch vor diesen Harpunen. Naja, so. Das hätten wir auch erledigt. Diese Minen, die explodieren dann auch. Wenn man denen zu nahe kommt, dann war es das. Oh, jetzt werde ich hier eingekesselt. Ein unglaubliches Geballer. Und da ist der Simon wieder, um mich aus meinem Take zu schmeißen. Zu schmeißen? Das klingt immer so. Ich habe dir extra viel mehr Zeit gelassen, weil du gerade so schön am Unterwasser killen warst. Oh, das ist gut, dass ich jetzt Pause machen kann. Dann sieht keiner, wie ich schon wieder abkratze. Sehr schön, dass die Prisoners of War auch immer noch unter Wasser munter Ja, aber wenn man rumlaufen. Die zu lange irgendwie da so rumlaufen lässt, dann laufen die blau an. Pech gehabt. Ja, was machst du auch auf dem Grund des Meeres, außer blau anlaufen? Ich glaube nicht, dass sie es sich ausgesucht haben, wenn sie Geiseln sind. Nee. Ja, aber davon gibt es so viele. Ja, eigentlich hast du wahrscheinlich recht. Egal, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ich freue mich, dass dir offensichtlich das Spiel auch Spaß macht. Ja, wobei ich habe echt so langsam, kriege ich Muskelkater hier. Ja? Mhm. Hast du aber wahrscheinlich zum ersten Mal jetzt was von gehört, vom Metal Slug? Also ja, so es ist mir irgendwie, ich hatte kein Neo Geo. Ja, und genau und ich das, hätte es auch nicht verkauft. Naja, das ohnehin. Ja. Du wärst nicht so blöd gewesen, aber du hattest einfach nicht so viel Geld, als du jung warst, so wie ich. Weißt du, ich hatte. Obwohl es eigentlich ja schade ist, warum ist das nicht auch auf anderen Konsolen rausgekommen? Und da bist du genau bei dem Thema, das ich eigentlich einleiten wollte, denn es gibt einfach zu wenig Werbung. Es gibt zu wenig Werbung für das Spiel, es gab zu wenig Werbung fürs Neo Geo, es waren zu hohe Preise. Und deswegen und wir haben die jetzt kein ändern. Geld, um ein neues Spiel rauszubringen. Genau. Sie bringen immer noch das Gleiche raus. Das ist es. Und deswegen sehen wir jetzt auch keine Werbung für neue Neo Geo Produkte oder ähnliches, sondern einfach nur standard normale Werbung mit EA-Spielen und vielem mehr. Viel Spaß. Ich find's gut.
Willkommen zurück bei der Giga Games Night. Unser Oberthema heute, lustige und nicht so lustige Arten, um abzutreten und Vertreter der ja nicht ganz so lustigen, wohl aber eher schockierenden Arten abzutreten, ist heute Nils Bohmhoff aus dem PC-Bereich. Hallöchen. Schönen guten Tag und herzlich willkommen Schöner zurück. Blonder Mann. So bist aber auch nicht zu verachten. Oh, zeig mir viel Blut. Schöner blonder Mann. Wenn es für das mich. Tut mir gut. So, was wollte ich sagen? Ja, Autsch, ja, erzähl weiter, rede. Fear, ein wunderbarer Shooter, entwickelt von Monolith übrigens. Ja? Die haben auch gemacht Neuf, No One Lives Forever. Stimmt, auch ein Spiel, was richtig eingeschlagen ja, hat. Ja, und Tron 2 auch übrigens. Aber Neuf, sehr cooles Spiel, aber kommerziell gar nicht so erfolgreich gewesen übrigens. Ja, hat unglaublich hohe Wertung bekommen überall. Ja. 90er, paar 90er für den ersten und zweiten Teil, hat aber sich einfach nicht so gut verkauft. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Vermutlich... Ich weiß nicht, dass dieses 70er-Jahre-Design nicht so ankommt bei den Spielern. Die wollen einfach bei Shootern vielleicht eher was Ernsteres. Es war auch eine Frau, die Hauptdarstellerin. Das auch, ja, aber das hat man ja kaum gesehen. Kate Archer hat man ja wirklich immer nur als, ja, eigentlich... Ja, aber vielleicht hatten die vielen, also Shooter-Spielen der 90er-Jahre... Glaubst du im Ernst, es ist tatsächlich so, dass man nicht mit einer Frau spielen will? Ja, das wäre doch mal ein Thema für die Comments-Bereiche. Ob genau, ist es mit Männern eher spielt als mit Frauen. Genau, wenn's Kurt Archer gewesen wäre, wäre es vielleicht, das würde mich auch interessieren. So, egal, wir wollen zurück zu 4, denn das ist der neueste Titel aus dem Hause Monolith und wir steigen jetzt ein. Ich werde gar nicht so viel reden, denn ihr sollt mehr fühlen und spüren. Atmo-Take. Und jetzt geht's los. Aus diesem Wagen sind wir gerade ausgestiegen und werden jetzt unsere Mission beginnen. So, Schattenspiele überall. Man ahnt schon, dass hier nichts Gutes passieren wird, auch wenn man noch nicht genau weiß, was auf einen zukommt. Es gibt übrigens auch eine wunderbare Physik-Engine, eigentlich Havoc 2.4, kommt zum Einsatz, sieht man dann auch an den Körpern, die dann nach ihrem Ableben weiterhin noch irgendwo rumliegen. Na? Dass sie dann wunderbar ja quasi noch interagieren auf Bewegungen. Hier runter in die Kanalisation. Es ruckelt ein bisschen übrigens. Aber ist ja nur die Demo. Schöne Lichteffekte. Ja, das war eben die angesprochene Szene. Super unheimlich, läuft hier auf einmal so ein Mädel lang. Einfach so. Da hört man schon den Puls. Da geht das Adrenalin nach oben. Und da war sie wieder. Weg ist sie. So, und das war gerade die Zeitlupenfunktion. Die natürlich, Max Payne hat damit angefangen, auch hier wieder zum Einsatz kommt und eines der ganz wichtigen Features ist. Das heißt, ihr könnt dann per Tastendruck eine Zeitlupe aktivieren. Unten in der Mitte seht ihr einen Balken, der läuft dann ab. Und in dieser Zeit, Zeitlupe hat es im Namen, wird das Spiel langsamer und ihr könnt besser treffen. Ihr seht, es gibt dann einige Effekte, wie zum Beispiel so Blur-Effekte für die Kugeln, die ihr dann seht und die Sprache verlangsamt sich und so. Sehr lustig gemacht und ein wichtiges Feature, übrigens auch im Multiplayer-Modus verfügbar, in dem dann immer ein Spieler, der ein Item hat, dieses auslösen kann und der wird dann natürlich gejagt
weil alle anderen das Item auch wollen. Ihr seht hier zum Beispiel an den Wänden auch in Echtzeit berechnete Einschusslöcher, auch das sehr cool. KI gibt es auch, erfreulicherweise. Ihr seht, die verstecken sich durchaus hinter Mauervorsprüngen. Laufen nicht blindlings irgendwo rein. So, und jetzt gibt es erstmal Ruhe. Und diese Ruhepause nutzt unter anderem auch Simon Kretschmer, um mir meinen Tag zu beenden. Ja. Mit dem Tag-Beender. Ich brauche so ein großes Samurai-Schwert, mit dem ich die Tags dann immer zerschnetze. Das wäre sehr schön. Ich würde mich sehr freuen. Das glaube ich dir. Ja, man sieht schon wieder, dass Computerspiele überhaupt gar keine Auswirkungen haben auf die Gewaltfantasien junger Männer. Nein, ich bin kein junger Mann mehr. Leider, leider. Nein. Heute Morgen habe ich gemerkt, jetzt ist es vorbei mit dem junger Mann sein. Aber ab heute nenne ich dich Eunuch. Zu Recht und zum Glück. Ja. Und zum Glück bin ich jetzt am Ende hier dieses PC-Takes. Nachher werde ich dich mal ein wenig im Auge behalten. Ja, es gibt ja noch einen Tag. Es geht noch weiter. Ich bin gespannt, was wir noch sehen von 4. Ich erst.